Ja, wir haben darüber diskutiert. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Insgesamt ist das einfach nicht zu tolerieren und am Ende Feuerwerkskörper in den Gästeblock zu feuern, sicherlich auch was, was absolut nicht geht. Und demnach hat der Verein ja auch, glaube ich, schon in den letzten Tagen klar kommuniziert, wie sie damit umgehen wollen. Und ich denke, dazu ist dann auch alles gesagt. Also ich glaube, dass das dann mit Kevin selber zu besprechen ist, aber insgesamt glaube ich, dass Kevin schon auch versteht, dass das Pyrotechnik-Abrennen in fremde Fanblöcke nicht dazu beiträgt, dass das zur Harmonisierung und auch zum Fanverhalten dazugehört. Das hat nichts mit Fankultur zu tun. Wenn ich mir überlege, ich gehe ins Stadion, habe mal zwei Kinder dabei und dann fliegt nebendran ein Feuerwerkskörper rein. Also da sollte jeder Verständnis für haben, dass das nicht zum Fußball gehört, das gehört nicht in die Stadien. Und das wird auch Kevin nicht so sehen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich hätte auch gedacht, dass der eine oder andere da auch noch auftaucht. Und sehe es jetzt auch nicht unbedingt als gerechtfertigt an, dass nur ein Spieler von Borussia Dortmund da ist. Aber insgesamt mag es schon so sein, dass Borussia Dortmund weiterhin als Team vielleicht aufgenommen wird, dass wir durch natürlich viele gute Einzelspieler, aber am Ende auch noch als Team erfolgreich sind und das auch über aller Kommunikation steht. Somit greife ich jetzt dann ja heute wieder voll ins Mannschaftstraining ein und ja, freue mich jetzt wieder dabei zu sein. Werde natürlich ein bisschen aufholen müssen. Ist natürlich klar, ich war insgesamt knapp 6 Wochen raus, habe zwar viel gearbeitet, aber einige Sachen konnte man sich natürlich alleine auch nicht erarbeiten. Demnach freue ich mich jetzt auf das, was mit der Mannschaft kommt und bin auch froh, dass wir mal keine englische Woche haben, damit ich in dieser Woche einfach ein paar mehr Einheiten habe. Absolut waren die letzten Jahre, glaube ich, mit den Partien gegen Stuttgart immer wieder Highlight-Spiele, ob jetzt zu Hause oder auswärts. Es ging immer sehr, sehr rasant, immer sehr, sehr intensiv zu und deswegen gehe ich auch von aus, dass das im Freitagabendspiel nicht anders sein wird.